Sie haben Pusteln, die auch noch ein wenig eitern. Ekliges Thema. Wenn Günther Grünwald es behandelt, wird einigermaßen lustige Comedy daraus. Der Komödiant, der sich ironischerweise auch als Botschafter des guten Geschmacks bezeichnet, sorgte in der Moosburger Stadthalle für einen Angriff nach den anderen auf die Lachmuskulatur. Ob Payback, Campingurlaub oder Parken in der Feuerwehranfahrtszone, vor seinen gepfefferten, schneidigen und topaktuellen Angriffen war nichts sicher.